Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Ja. Mich mal ein bisschen lauter stellen vielleicht. Hallo? Das war zu laut. Hey. Immer noch? Hallo. Ich übersteuere. Ein bisschen. Woo. Krass. Yeah. Okay. So, jetzt dürfte es gehen. Glaube ich. Hey. Ja, okay. Was ein geiler Anfang, oder? Willkommen zurück zu Sexy Seconds. Sexy Seconds. Sexy Seconds, Alter. Mann, das sind das sexy Sekunden. Boah, geil. Gut, wir machen weiter auf Batman, Zabomba. Okay, das will ich haben. Das und das. Super, wir müssen jetzt nicht alles Wichtige mitnehmen. Also nicht alles Krasse. Aber ich will das Madhouse Achievement versuchen zu machen. Das, wie heißt es? Kuckunest, glaube ich, heißt es. Das nehme ich mit. Hier habe ich Mary Jane gesehen. Sehr gut. Hier war auch das Radio. So. Timmy, Essen. Alles klar. Dolores ist recht wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Das ist gut. Das ist okay. Die Waffe brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Hier haben wir auch nichts Wichtiges. Okay, wir versuchen hier noch ein bisschen Essen und Trinken mitzuschnappen. Zack und zack. Und los. Ich glaube, wir haben alles relativ Wichtige. Wir haben die Waffe und den Koffer jetzt nicht. Aber ich denke, das ist okay. Wir müssen ja nicht alles kaputt kriegen. Jihi. Ziemlich cool. Und wir nur noch 300... Nee, 272 Sachen, die wir rammen müssen. Das werde ich aber offscreen alles machen. Beziehungsweise am Anfang cool, so als Intro schneiden oder so. Ah, ich glaube, das ist eine coole Idee. Ich glaube, das mache ich irgendwie. So, wir haben keine Waffe. Genau, stimmt. Also, alles okay. Wir haben das Buch nicht, was? Wo habe ich das Buch denn übersehen? Wo habe ich das Buch übersehen? Ha. Ist okay. Ah. So, ich hoffe, ich bin laut genug oder so. Ich habe in den letzten Parts und in den letzten Projekten allgemein halt, in den ganzen Parts, gemerkt, dass ich an manchen Stellen übersteuert habe. Und dann kam so ein Knistern. Und das war nicht cool. So, und das hat er über den Ohrweg, in den Ohren wehgetan. Wow. Okay, schön. Wir schicken erst an Tag 5 jemanden raus. Würde ich sagen. Eigentlich müssen wir auch gar keinen rausschicken, ne? Doch eine Waffe wäre eigentlich ganz gut zu bekommen, muss ich sagen. Um uns zu verteidigen, ne? So, wir starten jetzt eine Expedition. Ich hoffe, die Axt geht nicht kaputt. Ich hoffe, die Axt geht nicht kaputt. Meine Haare hängen vor meinen Augen, ey. What? Aber ich bin allgemein immer schlecht beleuchtet irgendwie, ne? Gut, die Axt ist nicht kaputt gegangen. Wir schicken Dolores raus mit der Gasmaske. Und was soll ich sagen? Genau, das Knistern. Das war halt richtig eklig. Ich hab gemerkt, okay. Ich hab mir Windows 10 wieder geholt jetzt. Und Mikrofoneinstellungen so wurden alles wieder ganz auf neu gesetzt, sag ich mal. Und dadurch hat sich mein Pegel halt wieder erhöht. Ich habe meinen Pegel nie auf 100% eingestellt. Bei meinem Mikrofon, bei den Aufnahmeeinstellungen. Und... oder Audioeinstellungen vom Rechner halt. Und deswegen habe ich übersteuert. Was nicht cool war. Aber jetzt fühle ich mich so leise. Mann! Hey! Woo! Woo! Besser! Oder? Ich glaube schon. Okay. Oh Mann. Nein, es ist nicht besser. Okay, ich lasse es so. Ich stelle mich einfach lauter. Ich höre ja schon auf. Ha. Habe ich schon? Ja, habe ich an. Okay. Kann ich dadurch mein Mikrofon eigentlich ausmachen? Hey. Nein. Hä? Ihr hört mich noch, oder? Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ha. Okay.
Verwirrend. Okay, ich sollte mich aufs Spielen konzentrieren. Ich bin konzentriert. Wow, ist das ein geiler Bart. Sie hat ein Spielbrett mitgebracht. Und eine Flasche Wasser. Dolores hat Hunger. Wir starten eine Expedition. Und ich glaube, wir schicken gleich Timmy raus. Oh, Kakerlake. Oh. Cool. Dolores hat immer noch Hunger. Und Timmy. Ja. 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 Ich fühle mich so leise. Das ist so ungewohnt, weil vorher war der Pegel bei OBS halt so. Immer noch Hunger. Mann. Alter. Ist der Pegel halt so fast komplett hochgeschossen, sag ich mal. Aber jetzt fühle ich mich so leise. Ey. Na. Was geht? Immer noch. What? Egal. Ich stelle mich lauter. Beziehungsweise kann mich ja lauter stellen. Und das werde ich dann auch machen. Wir hören Radio. Nahrung. Hunger. Okay. Zack. Zwei neue nach. Für jede. Okay. Ja, wir zertreten einfach keine Kakerlaken mehr. Komm, Mary Jane, mutier. Ich weiß, du kannst es. Ja. Okay. Ich kann noch einen Tag warten mit trinken. Wir können da eh nichts machen. Ja! Woo! Geil. Geil! Geil! Wir hatten solche Angst um Timmy. Cool. Nein. Müsst ihr nicht. Oh, cool. Etwas essen. Wasser. Gut, Mary Jane braucht jetzt nichts mehr Wasser. Also nie wieder Wasser. Soweit ich das jetzt weiß. Sie muss nie wieder was trinken. Und Ted geht raus. Und sie beschützt uns auch vor Räuberangriffen. Sieht einfach so creepy aus, ne? Ach man. Gut, das waren die Zwillinge. Timmy hat Hunger. Aber soweit ich weiß, wir schicken Mary Jane raus. Kakerlakenkolonie. Achso, ja, wir können nichts gegen die Kakerlaken machen. Ich hoffe, die machen einen nicht krank. Aber. Scheiße, warte mal. Kann Mary Jane jetzt immer noch verrückt werden? Kann sie noch. Ah! Fuck! Kann sie noch verrückt werden? Scheiße, ich weiß es nicht. Weil dann. Ja, dann können wir das Achievement nicht bekommen. Okay, Dolores hat Hunger. Ist ein bisschen bad, ne? Ein bisschen bad. Oh Mann! Okay. Kakerlaken können jemanden krank machen. Shit. Wir müssen Ted erstmal heilen. Okay, wir versuchen das Achievement Kuckucksnest. Glaube ich nicht. Denn es bringt nichts, wenn Mary Jane nicht krank werden kann. Mensch. Hier. Nein. So. Hatte Timmy Hunger oder hatte Ted? Oh, Ted hat Hunger, ne? Ja. Lol. Ja. Setzung im Geräusch aus den Rohren. Check. Nein. Okay, wir versuchen es trotzdem. Ich weiß nicht, ob sie verrückt werden kann. Wir hoffen es einfach mal. Okay, alles gut.
Ja, wir gehen in den Flugzeug ein Signal. Ansonsten versuchen wir einfach gerettet zu werden. Das macht am meisten Sinn. Sie hat nicht sein Essen mitgebracht. Ist das dein Ernte? Ist das dein Ernie? Na doch, eine Dose Essen. Okay. Hunger, Hunger. Mary Jane geht auch wieder raus. Nein. Nein. Einfach nein. Dim. 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 Aber ich glaube, Mary Jane hat halt öfter Hunger jetzt, oder? Irgendwie so war das, glaube ich. Sie braucht mehr Essen, wenn sie mutiert ist. Ich glaube, so war das. Alarm Durst und Dolores Hunger noch. Mann, wir können nichts gegen diese Kakerlaken machen. Können wir dieses Event kommen, dass wir die Axt nutzen können oder so? Das geht doch irgendwie, oder nicht? Das kommt doch auch. Mann. Dünn, dünn. Düt. Gut. Solange Ted nicht wieder krank wird, ist alles okay. Würde ich jetzt so meinen. Ted hat Hunger. Braucht mehr Essen. Ja, wir geben ihm Munition. Gibt uns eine Waffe, dann können wir was gegen die Kakerlake tun. Kakerlaken. Nein, aber was hat er uns gegeben? Essen. Ja, ist okay. Ist okay, ja. Essen ist okay. Wir brauchen eine Waffe. Mary Jane muss eine Waffe mitbringen. Oder wir nehmen das Buch oder Spray oder so. Irgendwas müssen wir machen. Gegen diese Kakerlaken. Timmy hat Hunger, alle anderen Durst. Okay, Timmy kriegt Essen. Mhm. Ja, wir haben leider keine Munition. Die haben wir eben weggegeben. Sie hat Essen mitgebracht. Sehr schön. Einmal Essen. Mary Jane hat Hunger. Alle anderen haben Durst. Jo. Ja, kommt. Chat geht mit hin. Chat geht mit hin. Der hat einen Bart bekommen. Einen Bart. Okay. Hunger. Hunger. Okay. Starten eine Expedition. Können nichts gegen die Kakerlaken machen. Dim. 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 Ich glaube, ich schicke Ted raus. Nicht Mary Jane. Weil Mary Jane kann eh nicht angesteckt werden. Wir haben noch die Gasmaske. Falls Ted wieder durch diese verdammten Kakerlaken krank wird, wäre das echt vom Nachteil. Weil wir halt kein Medikit mehr haben. Okay, die brauchen nur trinken. Ah, scheiße, das Militär war gerade da. Mann, hätte ich ihn einen Tag später rausgeschickt. Oder hätte ich Mary Jane rausgeschickt. Mann. Timmy braucht Wasser, okay. Timmy kriegt Wasser. Jetzt zumindest, an diesem Tag. Okay, und Hunger hat er auch, okay. Trinken, Hunger und trinken. Ein Erdbeben, was saven wir? Wir saven das Radio. Das Radio ist, glaube ich, wichtiger. Ja, doch. Dürfte wichtiger sein. Ist immer noch krank, ja, ich weiß. Aber ich kann nichts dagegen tun, es tut mir leid. Ted ist wieder da. Ach, wenig Essen. Er ist krank geworden? Ach komm, aber er hat ein Medikit mitgebracht. Cool. Hunger, Hunger. Hunger. Und sie ist verrückt geworden. Da. Ich glaube, ich save mal Dolores. Timmy. Dolores. Ah, ich weiß es doch nicht. Die drei hatten Hunger, ne? Ja. Ich weiß nicht, wen ich safen soll. Ich glaube, ja, doch. Also, ich habe jetzt Dolores gesaved. Weil Ted ist gerade erst krank geworden, das ist okay. Mary Jane wird nicht krank.
Und ja, ich weiß nicht, wie es da mit Timmy steht. Vielleicht sollte ich Mary Jane irgendwie die Axt oder so mitgeben. Das wäre was, oder? Ja, Timmy ist weg. Scheiße. Okay, was? Ted hat immer noch Hunger. Okay. Nein. Von den Reichen nehmen, um den Armen zu geben. Nein. Beide verrückt schon mal, Alter. Mann. Okay, die brauchen beide Wasser. Okay. Die Geschwister. Geil. Wir können ihnen eine Axt geben. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und ich glaube, als nächstes suchen sie entweder, brauchen sie entweder das Buch oder eins von den beiden Sachen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke schon. Ich hätte auch Timmy rausschicken können, oder? Obwohl, dann wäre er auch nicht wiedergekommen. Wir brauchen halt Essen und Trinken. Mehr. Mehr Essen und Trinken. Nichts gegessen, okay. Kriegt Essen. Und neues Medikit wäre auch nett. Ja. Toll. Toll. Sie hat einen Koffer mitgebracht und Essen und Trinken, das ist super. Zwei Flaschen Wasser, zwei... Oh, oh, oh. Jane hat Hunger und Ted braucht Wasser. Und Dolores auch, aber das kriegen sie erst am nächsten Tag. Starten wieder eine Expedition. Ja, nicht riechen alles. Ja. Eh schon krank, Ted ist eh schon krank. Das Radio ist kaputt gegangen? Ja, Nagetier. Ach so, okay. Dolores hat Essen geklaut. Nein. Sie braucht kein Trinken. Mary Jane geht wieder raus. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn Ted stirbt. Nee, das ist vorbei, ne? Nee, gar nicht. Ist nicht vorbei. Oder ist vorbei? Ich weiß es nicht. Mann! Wir können nichts gegen die Kakerlaken tun. Das ist auch ein Problem. Ein großes Problem, das wir haben. Hm. Ja, nur mit rechter Lage. Zu Ted steht gar nichts da. Okay. Zum Anbetracht. Nicht Anbetracht. Hm. Dim, 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 dim. Dim, dim. Dim, 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 dim. 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 Dim, 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 dim. Chat wird jeden Tag zerstreut und hat die Karte zerstört. Ja. Hunger, okay. Dolores kriegt Essen. Guck mal, uns hätte jetzt nur noch die Waffe gefehlt und hätten wir alles kaputt gemacht. Guckt es euch an. Dann hätten wir alles kaputt. Alles! Ach, scheiße. Sie brauchen das Buch. Ja. Tschüss, Ted. Eine Dose Suppe. Waffe und neue Karte. Hunger hat Marie Jane. Und wir schicken sie auch gleich wieder raus. Wir müssen es machen. Geht nicht anders. Und hoffen, dass sie ein Buch mitbringt. Für die Geschwister. Hungrig. Und Dolores darf nicht mehr verrückt sein. Das ist gerade auch ein Problem. Wir geben ihr mal den Koffer mit. Vielleicht bringt sie dann mehr mit. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Keine Ahnung. Ja, Wasser kriegt Dolores in 2 Tagen. Nein, wir hätten gegen die Kakerlaken was tun können. Scheiße. Scheiße. Mary Jane, bring ein Medikit mit. Bitte. Bitte. Und gleich sollte ich nicht mehr so schnell durchklicken.
Ach komm, Dolores ist eh weg bald, weil verrückt und so. Ich weiß nicht, ob das... Oh! Oh! Ach komm. Echt jetzt immer noch Klopfstreiche. Immer noch Klopfstreiche. Endlich sind die Kakerlaken mal weg. Endlich. Aber wir brauchen mehr Essen wieder. Mary Jane ist wieder da, komm. Nichts zu essen mitgebracht. Aber sie hat ein Buch mitgebracht, okay. Mary Jane hat Hunger. Wir schicken sie gleich wieder raus. Ja, wir nutzen das Buch gegen die Kakerlaken. Ah, dreckige Kakerlaken. Hunger. Mary Jane geht raus. Ich hoffe, sie bringt ein Medikit oder so mit. Oh Mann. Oh Mann. Da, Wasser für Dolores. Ja. Dolores muss noch ein bisschen überleben. Ein bisschen. Gegen Spinnen konnten wir nichts tun. Dolores ist erschöpft. Sie wird also, glaube ich, nicht abhauen. Wir haben leider nichts zu essen für Dolores, weil wir haben kein Essen. Mary Jane bringt da nichts mit. Mann. Weil nichts gegessen. Ohne Wasser überlebt sie nicht lang. Ja, ist okay. Geräusche unter uns. Komm. Wir haben eine neue Gasmaske. Das ist cool. Das ist cool. Nein! Wie, sie ist abgehauen? Ah, ich weiß nicht, ob sie den Bunker verlassen hatte. Und dass Mary Jane als Mutant nicht allein überleben kann, ist so dumm. So dumm. Ich meine, sie kann uns, die ganze Familie, also sogar die Erwachsenen, vor Räubern beschützen. Und sie wird nie wieder krank und was auch immer, aber sie überlebt alleine. Nee. Das ist unmöglich. Ein Mutant alleine in einer verseuchten Welt? Verstrahlten Welt? Nee. Naja. Okay. Wir hätten aber fast wären wir zu denen gerettet worden wahrscheinlich. Ich glaube, als nächstes wären dann die Events gekommen, dass irgendwer an unserer Tür klopft. Naja. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.